Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des WGW Stadtjournals. Diesmal unter anderem mit einer Filmreportage über das Landesmusikschulfestival Sound City. Dazu gleich mehr. Zuvor aber wie gewohnt der Themenüberblick. Ein unvergessliches Wochenende in Bildern. Sound City 2015 in Wittenberge. Ehemaliges Zollamt und Mutter-Kind-Haus. Aktuelle Bauprojekte der WGW. Für junge Familien. Tragetuchberatung im Kreiskrankenhaus Prignitz und in unseren Nachrichten aus der Elbestadt Wittenberge. Baustart für MV Pipe Technologies im Gewerbegebiet Nord. Das Landesmusikschulfestival Sound City wird den Wittenbergern und Prignitzern noch lange in Erinnerung bleiben. Für alle, die nicht dabei sein konnten oder das Wochenende vom 17. bis 19. Juli noch einmal Revue passieren lassen möchten, zeigen wir die folgende Filmreportage, die im Auftrag der Stadt Wittenberge entstanden ist. Viel Spaß dabei! Vor 7 Jahren war tatsächlich, sich für Sound City zu bewerben. Warum war Ihnen das so wichtig? Also es war tatsächlich fast eine der ersten Amtshandlungen im Juli 2008. Das war deswegen so wichtig, weil wir gerade hier nach Wittenberge mit solchen Events auch demonstrieren wollen, was auch in Wittenberge passiert ist. Und insofern bin ich auch ganz glücklich, dass wir das jetzt haben, weil wir können auch so einen gewissen Abschluss zeigen. Wir können zeigen, dass wir hier gerade in dieser Elbuferpromenade, an dieser Kante, einiges bewegt haben. Es ist eigentlich das neue Gesicht von Wittenberge. Drei tolle Tage. Ganz besonders freue ich mich, dass unsere Kreismusikschule, die ja 2013 60 Jahre alt geworden ist, als eine der größten Musikschulen im Land Brandenburg hier die Möglichkeit hat, vor Tausenden von Leuten zu spielen, viel Spaß zu haben und für Musik und für Kunst zu werben. Aufgeregt. Jeder wurde jetzt alles nochmal neu geprobt, das wurde alles nochmal direkt geübt und das ist schon. Jeder ist aufgeregt, jeder hat so einen Puls und auch ein bisschen aggressiv, jeder, weil man will es ja auch schaffen. Da es das letzte Mal ist, ne, muss man sich auch anstrengen dementsprechend. Also man hat schon so eine kleine Träne auf der Wange, aber geht das auch trotzdem freudig entgegen. Ja,
Ja, also ich freue mich total, dass wir überhaupt da mitmachen durften. Und na klar, wir sind natürlich traurig darüber, dass es vorbei ist, aber ich glaube, wir freuen uns auch alle sehr über die Ferien, die jetzt kommen werden. Das war für uns ein großes Ereignis, natürlich auf so einer gigantischen Bühne zu spielen. Wir haben auch vorher, konnten wir uns in Ruhe einrichten hier auf der Bühne, weil das natürlich doch sehr umfangreich ist. Und wir hatten einen ganz guten Sound und ich glaube, wir haben das nach unten transportiert. Das war unser Ziel. Sehr aufregend, weil gerade bei der Regentropfenreise, die jetzt das Programm eröffnen wird, eine besondere Herausforderung war, dass es halt sehr, sehr viele Kinder auf der Bühne sind, nämlich insgesamt 40 bis 50 Kinder. Und da haben wir halt was ganz Besonderes konzipiert, dass die Kinder halt mit uns die Texte aufgenommen haben. Das heißt, sie sind dann direkt mit über die Musik zu hören, die aufgenommenen Texte. Und das war ganz spannend für die Kinder, weil sie einfach diesen Prozess mitmachen durften, vom Aufnehmen und sich selber jetzt hören. Ja, genau, das war halt eine sehr gute Arbeit von den Kindern und die haben wirklich ganz viel Spaß gehabt. Und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, uns hat viel Spaß gemacht, ja. Ja,
vom Regenbogenfisch und jetzt möchten sich alle noch mal verbeugen. Und in den neuesten Forschungen wurde eindeutig bewiesen, dass dieses Elbungeheuer reine Fantasie ist. Ich bin von der Regenbogen e.V. Aus Blankenfelde und arbeite dort auch mit Kindern. Und das ergibt sich immer ganz gut. Für mich auch eine Motivation. Und ist mir eine große Ehre und eine Freude, hier mitmachen zu dürfen. Und ja, wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht. Die Kinder sind fleißig. Soweit alles ganz gut. Wir sind eine jetzt anerkannte Kunstschule im Land Hamburg. Wir werden bald unseren 25. Geburtstag feiern im Dezember. Also eine Gründung der Wendezeit. Und arbeiten in Trägerschaft der Stadt Falkensee mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Schulen zusammen und so weiter. Und in diesem Jahr hatten wir uns vorgenommen, dass wir 40 solche Stelen, solche Meilensteine vorbereiten. Einen großen Teil haben wir schon in Falkensee gemalt. Den haben wir heute früh aufgestellt, damit das hier die Leute so begleitet und ranzieht. Und 13, 14 solche Säulen werden jetzt gerade bemalt. Ja, wir erfinden Skulpturen aus Stahlschrott. Und der lag noch vor einer Woche in Perleberg auf dem Schrott. Und jetzt wird es hier zu Kreationen gebaut von den Gästen. Zum Beispiel ein Wielenschlüssel, wie ich sehe. Mit Festzerrschlüssel und Mutter und Federstahl und Genau. Und dann gut erfunden. Genau, dann kommt vielleicht oben noch eine Kette ran und das kann man dann irgendwo am Baum binden. Ja, und das ist dann ein Original Sound City Kunstwerk. Richtig. Nicht nur Senioren, erstens. Und zweitens, denke ich, haben wir uns überlegt, ist es auch mal ganz wichtig, den Ehrenamtern, die in Vereinen aktiv sind und nicht nur dort, einmal Danke zu sagen. Und das soll hiermit passieren, dass wir Sie zu diesem großen Event hier in Wittenberge eingeladen haben, zu einem Kaffee und Kuchen mit dem Bürgermeister. Und das haben wir so schön gemacht, dass sich keiner traut, die schönen Dinge anzufassen. Thank you.
Mars. Jupiter hält sich fern von mir. Freude und Vergnügen sind doch sein Pläsier. Der Ernst an wahrer Liebe ist ihm fremd, auch wär sie ihm zu monoton. Er meidet mich, vielleicht aus Furcht. Könnt ich ihm doch seine leichten Liebeleien einstmals noch verleiden? Lass dir die Sorge nehmen, geliebter Mars. Hallo? Kannst du mich hören, ja? Gut. Okay. Sehr dankbar darüber, dass wir doch zwei Tage sehr schönes Wetter hatten, nämlich am Freitag und am Samstag gestern. Wir hatten ein sehr schönes Konzert Samstag am Nedlighafen. Ja, man kann nicht nur Glück haben, heute auf dem Sonntag, wie eigentlich schon gestern prognostiziert, haben wir heute nicht so ein schönes Wetter, Regen. Aber wir sind doch dankbar doch für die Auftrittsmöglichkeiten und für die Jugendlichen, das Erlebnis gemeinsam hier zu meistern. Die Jugendkunstschule Neuruppin, also wir machen hier auch eine kleine künstlerische Reise durch Brandenburg, die haben diesen künstlerischen Staffelstab für Elisabeth Herzog von der Halle gemacht. Und wir freuen uns auf Luckenwalde 2017. Auf das passt noch an Ihr Auto. Sie haben ja keine Stimme. So wie wir es erhofft haben, ist es auch eingetreten. Glückliche Teilnehmer, glückliche Besucher, volle Festivalbereiche, sage ich jetzt mal. Die Bühnen waren immer stark gefüllt, also war eine ganz tolle Atmosphäre. In unserem aktuellen Bericht der Wittenberger Wohnungsbaugesellschaft werfen wir einen Blick auf zwei fast abgeschlossene Bauprojekte. Zum einen das Mutter-Kind-Haus im Jahnschulviertel, zum anderen das ehemalige Hauptzollamt an der Uferpromenade. Spaziergängern auf der Uferpromenade in Wittenberge ist es bestimmt schon aufgefallen. Pünktlich zum Landesmusikschulfestival Sound City vor wenigen Tagen wurden die Baugerüste entfernt. Die sanierte Fassade des ehemaligen Hauptzollamtes und künftigen Wohnhauses kann sich sehen lassen. Auch der Schriftzug und die Sonnenuhr sind bereits fertig. Nach Abschluss der Arbeiten im Innenbereich des geschichtsträchtigen Hauses, das zukünftig 4 Wohnungen beherbergt, können die künftigen Mieter voraussichtlich schon in wenigen Monaten einziehen. Wir sind im Zeitplan und hoffen, zum 30.09. alles fertigzustellen. Innen drin werden jetzt die Fußböden gelegt, das heißt auch die Haustechnik ist drin im Wesentlichen. Aber besonders schön, und das freut uns natürlich, ist die Fassade geworden mit Sonnenuhr, mit Türmchen auf dem Dach. Und was jetzt noch fehlt und im Bild noch nicht zu sehen ist, das sind noch die Balkons, die unteren Etagen, die stehen auf dem Boden so teilweise und die oberen werden einfach locker angehängt. Einen ähnlich schönen Anblick bietet seit wenigen Wochen die mittlerweile enthüllte und sanierte Fassade des Gebäudes in der Bürgermeister-Jahn-Straße 1. Auch hier hat sich die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wittenberge als Bauherr am historischen Vorbild orientiert. Nicht nur was die Farbgebung der neuen Fassade angeht. Mit Hilfe zeitgeschichtlicher Dokumente konnten auch vor Beginn der Sanierung bereits fehlende Gebäudebestandteile ersetzt werden. Gemeint sind die drei Spitzgiebel, die dem Haus jetzt wieder ein vollständiges Erscheinungsbild geben.
Die drei Spitzgiebel waren also verlustig gegangen. Wir haben ja das Gebäude schon mal gesichert. 2007 haben wir ein neues Dach drauf gebaut. Das haben wir jetzt kompliziert abgedeckt und wieder drauf gebaut. Und wir haben uns entschlossen, die drei Ziergiebel, also die Spitzgiebel vorne wieder zu bauen. Es gibt dem Wohnraum innen drin einen besonderen Charme. Hat uns die Möglichkeit geschaffen, also auch, glaube ich, die meisten Kügelchen raufzubauen und Spitzen, die wir so in Wittenberger in einem Haus haben. Aber es gibt dem Haus ein völlig anderes Erscheinungsbild, als es das früher hatte. Also eher dem Original sehr stark nachempfunden, soweit wir das dann nachvollziehen konnten. Auch hofseitig sind die Arbeiten an der Fassade des Hauses in der Bürgermeister-Jahn-Straße 1 größtenteils abgeschlossen. Hier fehlen derzeit noch die Balkonanlagen. Auch ein Aufzug, der die vier Etagen miteinander verbindet, wird noch eingebaut. Auch im Innenbereich des Hauses schreiten die Arbeiten voran. Die neuen Lüftungsanlagen mit Wärmetauscher sind bereits installiert. Die zukünftigen Wohn- und Gewerberäume machen bereits jetzt einen guten Eindruck. Besonders können sich die Mieter ab Oktober 2015 auf einen großartigen Ausblick auf das Jahn-Schulviertel freuen. Das komplette Haus wird in Trägerschaft der Lebenshilfe komplett genutzt. Die untere Etage wird als Büro- und Aufenthaltsräume hergerichtet und in den oberen Etagen entstehen neue Wohnungen für Mütter mit Kindern. Fast abgeschlossen ist in diesem Jahr auch die energetische Fassadensanierung im Wittenberger Grapenweg. Derzeit befinden sich noch 3 von ursprünglich 6 Häusern im Bau. Es werden die Außenhaut wird gedämmt, also Wärmedämmverbundsystem wird draufgebracht, die Kellerdecken werden gedämmt und die Dachböden werden gedämmt. Danach kommt ein Farbanstrich, ein Kunstanstrich dran und noch ein Farbkonzept, wie der ganze Grapenweg, also die für den ganzen Graben gemacht wurde. Und das ist das Bild, was man jetzt sieht. Auch hier werden die Arbeiten im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein. Ein neues Angebot des Kreiskrankenhauses Prignitz richtet sich seit kurzem an junge Mütter und Väter. Bei der Tragetuchberatung dreht sich alles um die richtige Anwendung und die Vorteile dieser namensgebenden Tragehilfen für Babys. Aber sehen Sie selbst. Bianca Schreiber und Matthias Köhn sind noch im jungen Elternglück. Vor gerade einmal 10 Wochen erblickte Lea Sophie das Licht der Welt. Und diese möchte natürlich so viel wie möglich bei ihren Eltern sein. Gar nicht so einfach im Alltag. Eine Lösung bieten sogenannte Tragetücher und Gurte. Auch Bianca Schreiber und ihr Lebensgefährte fanden die Idee toll. Ein Tragegurt hatte ich vorher schon. Ich habe vorher viel im Internet gesehen und habe es selber ausprobiert auch zu Hause, aber wusste nie, ob ich es eigentlich richtig mache. Wie es richtig funktioniert, das können junge Eltern seit kurzem innerhalb eines neuen Kursangebotes im Kreiskrankenhaus Prignitz lernen. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Martina Moll hat in diesem Jahr eine Weiterbildung zur Trageberaterin absolviert und gibt seit wenigen Wochen auf Wunsch Anleitung im Kreiskrankenhaus. Die Vorteile eines Tragetuchs oder Tragegurts liegen hierbei ganz klar auf der Hand. Einerseits bringt es den Vorteil, wenn ich das Kind an mich habe, dass es die Grundbedürfnisse gestillt werden vom Kind. Und zweitens, die Mutti ist viel mobiler. Sie kann weiter alles machen und das Kind ist immer bei ihr. Auch Bianca Schreiber und Matthias Köhn sind von der Methode überzeugt. Zwar dauert es anfangs ein wenig, bis man den Griff raus hat. Mit ein bisschen Übung ist so ein Tragetuch aber im Alltag in nur 2 Minuten angelegt. Um die kleinen Teilnehmer im Kurs nicht überzustrapazieren, üben die Eltern zunächst mit Puppen. Gezeigt werden im Kurs übrigens verschiedene Möglichkeiten, das Kind zu tragen. Wir können einmal das Kind am Bauch tragen. Da gibt es zum Beispiel schon verschiedene Varianten. Känguru-Variante oder Wickelkreuztrage. Dann können wir das Kind auf die Hüfte tragen für kurze Zeit. Bei einseitiger Belastung und tut er meistens Mutti weh. Oder wenn die Kinder größer sind, kommen sie auf den Rücken. Können dann über die Schulter rüber gucken, Mutti hat das Kind und kann trotzdem noch tragen. Wer sich ebenfalls für eine Trageberatung im Kreiskrankenhaus Prignitz interessiert, erfährt alles Wissenswerte unter der eingeblendeten Telefonnummer. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich begannen am 30. Juli die Arbeiten am Produktionsstandort der MV Pipe Technology GmbH im Wittenberger Gewerbegebiet Nord. Mehr dazu in unseren Nachrichten aus der Elbestadt. Ja.
Wittenberge. Mit einem symbolischen ersten Spatenstich begannen am 30. Juli die Arbeiten am Produktionsstandort der MV Pipe Technologies GmbH im Gewerbegebiet Nord. Die MV Pipe Technologies GmbH ist ein neu gegründetes Unternehmen der Minimax Viking Gruppe. Ab Anfang 2017 sollen in dem jetzt entstehenden Werk Rohre für Brandschutzanlagen vorgefertigt und beschichtet werden. Die Kosten liegen bei 30 Millionen Euro. Insgesamt 60 Arbeitsplätze sollen perspektivisch entstehen. Zum offiziellen Baustart kamen neben Bürgermeister Dr. Oliver Herrmann und Landrat Thorsten Uhr auch der Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg, Albrecht Gerber. Andreas Rönpagel, Geschäftsführer der MV Pipe Technologies, lobte vor Ort das Engagement der Stadtverwaltung in Wittenberge und der Wirtschaftsförderung des Landkreises, die in nur wenigen Monaten die geforderten Bedingungen für die Ansiedlung geschaffen hätten. Landrat Thorsten Uhr wies noch einmal auf die Wichtigkeit des Baus der A14 hin, besonders im Hinblick auf zukünftige Unternehmensansiedlungen im Landkreis. 1, 2, 3. Perleberg. Am 24. Juli wurde der erste Abschnitt der Wittenberger Straße offiziell wieder für den Verkehr freigegeben. Bürgermeisterin Annette Jura, Hartmut Lossin von der PVU und Olaf Schlünzen von der Big Städtebau durchschnitten am Vormittag ein symbolisches Band. Der erste Bauabschnitt reicht von der Koloniestraße bis zum Marienplatz. Auch die Marienstraße wurde saniert. Die Kosten der Maßnahme lagen bei rund 750.000 Euro. 315.000 davon sind Fördermittel aus dem Teilprogramm Aufwertung des Stadtumbaus Ost. Einen Einblick in die Ausstattung und die Möglichkeiten des Kreissaals im Kreiskrankenhaus Prignitz bietet der folgende Bericht. Dafür haben wir die leitende Hebamme Ursula Sturm mit der Kamera begleitet. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Ursula Sturm. Ich bin als leitende Hebamme hier im Kreiskrankenhaus Prignitz tätig seit vielen Jahren und würde Ihnen heute gerne anhand von Videoaufnahmen unseren Kreissaal präsentieren. Das ist also unser Entbindungsbett hier, wenn ich Ihnen zeigen darf, dass man hoch und runter stellen kann, in jeden Variationen, allen Variationen. Ich führe es Ihnen mal ganz kurz vor. Ich zeige Ihnen mal. So wird es also eingestellt zur Entbindung. Die Mutti liegt hier mit dem Po, hat rechts und links ihre Beine. Die Hebamme steht hier an der Seite und so kann sie gut den Dammschutz machen und sehen, wie das Kind sich entwickelt und zur Geburt kommt. Wir können es auch noch anders verstellen. Ich zeige es Ihnen sofort. Die Mutti selbst kann immer entscheiden, wie hoch die Lehne sein soll, wie sie sich wohlfühlt. Geht also alles zu machen. Rechts und links sind noch Halterungen angebaut. Wenn ich kurz zeigen darf, da werden Beinhalter festgemacht. Frauen wissen, was Beinhalter sind, wenn sie einmal beim Gynäkologen waren. Dort ist zur Erleichterung, können Sie Ihre Beine reinlegen, auch zur Geburt, wenn es sein muss. Das ist unser Wärmebettchen, der sogenannte Ohio-Tisch, der in jedem Falle von unten immer angewärmt ist. Von oben schalten wir dann an, wenn es soweit ist zur Geburt und das Baby bald geboren wird. Hier ist die Erstversorgung des Neugeborenen drauf. Wir haben es so gestellt, dass die Mutti, wenn sie im Bett liegt, immer ihr Baby beobachten kann, ob die Hebamme irgendwelche Dinge vollbringt oder der Kinderarzt das Baby untersucht. Das Kind muss immer zu sehen sein, wenn die Mutti im Bett liegt. Hier wird es schön durchgewärmt. Hier wird auch die Abnabelung passiert, dann, dass wir eine Nabelklemme setzen. Der Vati schneidet dann den Rest der Nabelschnur ab. Und hier kann das Baby sich dann erstmal nach der Geburt einen kleinen Moment erholen. Und dann packen wir es warm in ein Badetuch ein und dann kommt es zur Mutti in den Arm. Ja, dann würde ich Ihnen gerne noch unsere Badewanne vorstellen, in der auch eine normale Spontangeburt vollzogen werden kann. Es dauert immer eine Weile, ehe die Wanne voll ist, also immer rechtzeitig ruhig sagen der Hebamme, Schwester, ich würde gerne in der Badewanne entbinden, dann machen wir das alles fertig. Und dann können Sie Ihr Baby hier drin kriegen, Sie können Ihr Baby gleich aus dem Arm nehmen und dann nachher wird es auf dem Ohio-Tisch versorgt. Und Sie werden dann anschließend im Bett versorgt. So, dann würde ich Ihnen gerne noch
den zweiten Kreißsaal zeigen, der räumlich etwas kleiner ist, ansonsten komplett so aufgebaut ist wie der erste. Das Bett geht auch auseinanderzubauen. Ich kann auch mal ganz kurz zeigen, dass man hier auch alles hoch und runterstellen kann. Die Patienten haben hier an diesem Bett die Möglichkeit, es selber zu handhaben, weil es von der Seite dran ist. Und wenn die Patienten hier liegen, können sie sich das selbst stellen, wie sie möchten gerne, wie sie am besten liegen können. Dort ist auch eine Wärmelampe angebracht, die auch angeschaltet wird, selbstverständlich immer vorgewärmt wird, und die warmen Badetücher für das Baby. So, dann darf ich Ihnen noch unseren Überwachungsraum vorstellen. Überwachung sagt schon das Wort. Die Patienten werden per Monitor überwacht, das heißt Blutdruck- und Pulskontrolle in regelmäßigen Abständen. Das sind Patienten, die einen Kaiserschnitt hatten, die von uns Hebammen noch 2-4 Stunden nach der Operation hier im Kreißsaal überwacht werden. Das Baby sollte immer bei der Mutti sein, und darum haben wir hier ein Wärmebettchen, wo das Baby dann erstmal schlafen kann, bis die Mutti richtig wach ist und es dann in den Arm nehmen kann. So, als letztes würde ich Ihnen dann ganz gerne noch unseren Aufenthaltsraum vorstellen. Das ist ein Raum, in dem sich auch die Ehemänner ein bisschen zurückziehen können, mal ein Tässchen Kaffee trinken können. Wir haben auch Fernseher hier anbieten können. Und wir machen jedes Mal, wenn eine Patientin kommt, ist hier das Aufnahme-CDG. Hier werden Papiere geschrieben, hier werden die ersten Gespräche geführt. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste für diesen Raum sozusagen. So, ich denke, ich konnte Ihnen ein bisschen was vermitteln von unseren Kreißsaalräumen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr ungeborenes Kind, und ich denke auf bald. Auf Wiedersehen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Einige unter Ihnen werden dieses Lied von Paul Gerhardt kennen. In den zurückliegenden Wochen hatte ich die Melodie immer wieder im Kopf und auf den Lippen. Warten auf die Sommerzeit. Dieses Lied beschreibt das Lebensgefühl in den Sommermonaten. Jetzt ist der Sommer da. Die Wärme und die Sonnenstrahlen, sie tun uns gut. Es zieht uns hinaus. Für ein paar Tage, für einige Stunden, ab in den Urlaub, ans Meer oder in die Berge. Der Dichter beschreibt in seinem Lied die Natur, die Bäume und Blumen, die Vögel und Bienen und andere Tiere. Auch den Weizen auf dem Feld vergisst er nicht. Wer gerät da nicht in Schwärmen über die Schönheiten der Natur? Ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. Aber der Dichter bleibt nicht bei der romantischen Beschreibung der Natur. Dieses Lied ist 1653 entstanden, 5 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges sind noch gut in Erinnerung. Und Paul Gerhardt musste viel persönliches Leid und Not erfahren. Und doch konnte er so ein schönes Lied schreiben. Auch ich möchte die schrecklichen Erschehnisse in Tunesien, Kuwait und Lyon und die vielen toten Menschen nicht vergessen und trotzdem dieses Lied singen können. Gerhardt bleibt aus diesem Grund auch an dieser Stelle nicht stehen. Für ihn ist die Schönheit der Natur ein Gleichnis für eine zukünftige Welt, in der das Schöne und Gute bleiben wird. Daran glaubt er fest. Und er weiß, dass es dafür Menschen braucht. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werde ein guter Baum, und lass mich Wurzeln treiben. Christen erinnert die Sommerzeit, dass es Gottes guten Geist braucht und belastbare Wurzeln, dass unser Leben gut werden kann. Und wenn ich Sie ein wenig neugierig machen konnte, im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 503 finden Sie das ganze Lied. In diesem Sinne, eine gesegnete Sommerzeit.
Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Seit dem 3. August ist im Rathausfoyer eine Ausstellung über das Landesmusikschulfestival Sound City zu sehen. Mehr dazu und zu anderen Themen aus Wittenberge und dem Landkreis Prignitz jetzt in den Nachrichten aus der Elbestadt. Am 1. August startete in der Rolandstadt die mittlerweile 7. Lotte-Lehmann-Akademie. In diesem Jahr hatten sich 17 Teilnehmer für die dreiwöchige Sommerakademie angemeldet. Neben dem Unterricht mit dem bekannten Dozententeam erwarten die Perleberger und Prignitzer auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Konzerte. Zuletzt unter anderem am 13. August am Barockschloss in Grube. Alle Termine und Uhrzeiten finden Interessierte online unter lotte-lehmann-akademie.de. Wittenberge. Ab dem 3. August kann im Foyer des Rathauses eine Ausstellung über das diesjährige Landesmusikschulfestival Sound City besucht werden. Zu sehen sind unter anderem Fotoimpressionen von Gerhard Bark, Gerd-Uwe Haut, Christiane Schomacker und Jens Wegner. Ergänzt wird die Ausstellung von bemalten Gipsstelen der Kunstschule Haus am Anger in Falkensee. Die Stelen wurden im Rahmen einer Aktion des Landesmusikschulfestivals von Besuchern bemalt. Ein kühles Eis im Sommer schadet nicht. Wie Sie dieses Dessert mit wenigen Mitteln auch zu Hause zubereiten können, verrät Ernährungsberaterin Annette Behrendt in unserem aktuellen Gesundheitstipp aus dem Kreiskrankenhaus Prignitz. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das nächste WGW-Stadtjournal können Sie ab dem 20. September sehen. Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserem Gesundheitstipp hier aus dem Kreiskrankenhaus in Perleberg. Mein Name ist Annette Behrendt und ich bin hier die Ernährungsberaterin. Passend zu den heißen Jahreszeit und zu den Temperaturen habe ich mir das Thema Eis ausgesucht. Und ich denke, jeder mag gerne Eis, ob jung oder ob alt. Allerdings sollten wir vielleicht ein bisschen auf die Mengen achten, denn Eis hat recht viel Fett und auch jede Menge Zucker enthalten. Und wenn es dann über eine Kugel oder zwei dann hinausgeht, kommt da schon mächtig was zusammen. Ich habe heute mal ein bisschen was vorbereitet und Ihnen zu zeigen, wie man vielleicht auch selber dann Eis herstellt oder vorbereitet. Vielleicht aus dem eigenen Garten die Früchte nimmt oder wir haben gerade die Erntezeit mit dem frischen Beerenobst, ne? Johannisbeeren, Stachelbeeren, die Pflaumenzeit ist nachher bald. Aber auch Fruchtmuße dann mit einsetzt und wir verwenden also keine Sahne, das heißt also hier auch ein bisschen was Fettreduziertes. Ich zeige Ihnen das gleich mal, einmal Magerquark und einmal Joghurt und auch hier unsere Buttermilch kennen wir natürlich auch. Wer es da ein bisschen säuerlich mag, da können wir also hier auch verschiedene Dinge mit einrühren. Hier zum Beispiel der Naturjoghurt, den kennen Sie vielleicht schon von den anderen Malen, wo also nichts weiter dran ist. Einfacher Naturjoghurt und hier könnte ich mir mein frisches Obst mit reinschneiden. Das kann ich jetzt also auch mal hier mit einfüllen. Ich kann ruhig eine größere Portion machen. Das wird jetzt hier nur so ein bisschen untergerührt. Sie müssten schauen von der Konsistenz her, ob das also so schön locker und fluffig ist. Sollte es noch etwas fester sein, können wir noch einen Schluck Mineralwasser oder ein kleines Schüsslein Milch mit rangeben. Und dann wird das quasi kurz abgeschmeckt. Wer möchte, kann noch leicht nachsüßen. Und wir haben alle vielleicht ein paar kleine Joghurtbecher gesammelt. Joghurt essen wir vielleicht auch alle mal ganz gerne. Und es ist ungefähr so 150 Gramm, also bis hier vielleicht die normale Joghurtportion. Und da könnte ich mir jetzt das ab und zu dann mal abteilen und dann geht das ab in den Gefrierschrank. Das wäre also ein ganz normales frisches Joghurt-Eis, ganz fettarm und eben mit frischen Früchten dann drin. Wer jetzt ein bisschen Probleme hat damit im Kauen, wir kennen das ja vielleicht, kann man Fruchtmuße oder auch schon vorgegartes Obst mit einrühren oder dementsprechend auch eine andere Sorte nehmen und zwar nicht Joghurt, sondern auch Quark. Auch hier reiner Naturquark. Ich habe dann dementsprechend auch die Magerstufe ausgesucht, denn wenn wir jetzt hier Sahnejoghurt oder Sahnequark nehmen würden, der hätte nämlich jetzt auch 40% Fett.
Wenn wir also unser Eis schon mal selber machen, dann können wir vielleicht da auch ein bisschen drauf achten. Also hier Quark, Magerstufe, der hat wirklich nur 0,1, 0,2% Fett. Ja, und hier auch in pürierter Form mein Obst. Sie sehen das hier, mein Apfelmus oder hier in gedünsteter Form, das sind die Pfirsiche. Ich nehme jetzt einfach mal das in pürierter Form. Das wird also hier auch wieder eingerührt. Ich habe mal eine andere Farbe genommen, also was Rotes. Rühre das vielleicht ein bisschen durch. Und auch hier kann man eine größere Menge nehmen, falls Sie dann nicht jeden Tag sich was neu anrühren möchten. Fülle das quasi auch hier wieder ab in meine kleinen Becherchen, in die Joghurtbecher. Die machen sich immer ganz gut. Oder eben in kleine Schälchen. Die haben wir, denke ich, alle zu Hause. Und dann geht das ab in den Gefrierschrank. Das kann ich zwischendurch genießen oder auch dann abends als Alternative zum Naschen. Und man weiß also wirklich recht zuckerarm und dementsprechend auch sehr, sehr fettarm. Dasselbe geht dann, wie ich schon sagte, mit der Buttermilch. Für alle, die es dann gerne ein bisschen säuerlicher oder ja noch ein bisschen frischer haben möchte. Buttermilch ist auch von Natur aus sehr, sehr mager. Da gibt es also keine verschiedenen Fetteinstufungen. Auch hier kann ich mir das zusammen anrühren. Das werde ich jetzt auch gleich nochmal machen. So, und hier auch meine Früchte mit rein. Und nochmal kurz durchgerührt. Auch vielleicht nochmal abgeschmeckt. Denn die Buttermilch selber ist ja auch jetzt nicht gesüßt. Und auch hier wird es dann wieder abgefüllt und dann wirklich nur in den Tiefkühler oder ins Eisfach dann gestellt. Und man kann wirklich sagen, ja, 1, 2, 3 Stunden vielleicht. Ab und zu kann man ja mal nachschauen, inwieweit das schon fest geworden ist. Kann man dann wirklich das eigene Eis genießen, denke ich. Und viel Spaß und guten Appetit.